Willkommen bei den Hartmanns, ist ein Überhit in den deutschen Kinos. Dabei geht mir bei dem Film einiges auf den Sack. Darüber spreche ich heute in der Spoiler-Ecke. Aber wie ihr seht, hat mir die Telekom hier ein schönes neues Set hingebaut. Die haben gesagt, so, ey, die Spoiler-Ecken finden wir geil. Da unterstützen wir dich jetzt auf jeden Fall ein bisschen. Deswegen nicht wundern, das sieht hier ein bisschen anders aus. Jetzt geht es aber eben darum, was nervt mich richtig. Aber vielleicht gibt es aber bei Willkommen bei den Hartmanns auch noch eine andere Perspektive. Und die bekommt ihr von mir jetzt hier in der Spoiler-Ecke. Zuerst möchte ich über die Figuren und die Charaktere sprechen. Die sehen wir schließlich nonstop im Film. Und da muss ich sagen, boah, ey, die sind richtig flach geworden, ne? Und teilweise auch klischeehaft, manchmal beides zusammen. So wie beim Vater von den Hartmanns, der wird gespielt von Heiner Lauterbach. Der ist eben so total übertrieben, der Egomane, Karriere, Arzt, Arschloch. Ich bin kein Rassist, sieh aus! Ich sage so, ja, das ist irgendwie alles, was man so bei den Karriereleuten sieht, vereint. Und das wird auch direkt abgebildet in der Figur von Florian David Fitz, denn die Familie, die ist schon sehr, sehr klar zweigeteilt. Florian David Fitz noch schlimmer mit Karriere. Bam, we hit them with the numbers. Interessiert sich eigentlich gar nicht richtig für seinen Sohn und ist eben auch eher so, ne, im Tunnel unterwegs. Dann das exakte Gegenteil, Paulina Rudzinski muss natürlich die Ü30 ewig Studentin sein, die noch gar nicht so richtig weiß, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. Heutzutage ist doch jeder verwirrt irgendwie. Aber ja, irgendwie eine gute Seele ist, wo ich auch sage, so, ja, Leute, ernsthaft. Und dann haben wir noch Elias Mbarek, der auch irgendwie so ein eher charmant und durchaus schon erfolgreicher Typ ist, der aber die schlimmsten Reden hält. Willkommen in Deutschland, Diallo. Also es sind ja wirklich Reden. Ich meine, der trifft Paulina Rudzinski so nach Ewigkeiten wieder, nachdem sie sich in der Schule kannten, und erzählt ihr davon, dass Deutschland ist doch ein tolerantes Land und wir sind irgendwie so verkrampft mit unserer eigenen Identität. Also so rede ich auch immer, wenn ich irgendwie ein Date habe oder ganz entspannt mit Freunden spreche. Das ist so wie von wegen so, das Wort zum Sonntag. Und dann haben wir noch Senta Berger, die auch so, ja, sehr, sehr deutlich die Übermutter spielen soll. Wir wollen Menschen helfen. Wobei, da muss ich noch ehrlicherweise sagen, da habe ich noch am ehesten das Gefühl, dass ich die Figur irgendwie abkaufe, was daran liegt, dass sie auch mal so ein bisschen schwankt, auch mal Angst vor etwas hat oder nicht alles nur super findet. Da passiert für mich noch am meisten. Ansonsten sind das für mich einfach nur Schablonen. Andererseits muss man auch zugeben, das ist hier eine Komödie. Ja, die hat einen ernsten Hintergrund, aber es ist eine Komödie, die unterhalten soll. Und da soll sich doch jeder Zuschauer auf seine Art und Weise abgeholt fühlen. Und deswegen hat man sich hier auch extra so ein kunterbuntes Ensemble ausgewählt, weil natürlich jeder Zuschauer irgendwie so seine eigene Haltung zur Flüchtlingsthematik hat und auch schon gebildet hat. Und dementsprechend brauchen wir hier deutliche Figuren, die genau diese verschiedenen Meinungen erst einmal sehr, sehr deutlich abbilden. Und das ergibt dann durchaus Sinn. Und gleichzeitig ist dann aber auch Flüchtling Diallo eher so eine naiv gestrickte Figur, in der sich eigentlich eher alle aufhalten und in dem die Dramaturgie und alles, was da eben passiert, eher drumherum passiert, sodass er immer nur so nebenbei mit dabei ist. So wie so bei Forrest Gump ist das gelaufen. Das ergibt dramaturgisch durchaus Sinn, auch wenn ich ehrlich gesagt es dann schon begrüßt hätte, wenn bei ihm ein bisschen mehr passiert wäre. Aber man kann durchaus die Entscheidung verstehen und wenn man eben sieht, wer bei den Zuschauern ankommt, hat das eben auch funktioniert. Inhaltlich gibt es aber auch extrem viele Momente, da schlage ich wirklich mit meinem Kopf einfach nonstop gegen den Tisch. Wir haben auf einmal so eine verrückte Party, die bei den Hartmanns abgefeiert wird und auch die ist maßlos übertrieben. 7500 Menschen sind da und natürlich wird auch mit einem Zebra gefeiert. Na klar, das ist irgendwie da. Vielleicht ein skurriler Moment, aber das bleibt natürlich dann auch erstmal noch eine Woche bei den Hartmanns. Da sagst du, ja genau. Großartige Idee, hihihi, unfassbar witzig. Dann die Flughafenszene habe ich sogar schon angesprochen. Gleichzeitig auch Elias Mbarek, wie er da auf dem Gang dann diese Rede hält. Und draußen rum sind ganz viele Leute, die dazugehört haben und die natürlich erstmal so ein bisschen applaudieren. Habe ich auch so in meinem Leben schon ziemlich oft erlebt. Nur weil sie sich einen Flüchtling angeschafft haben, heißt es noch lange nicht, dass sie den Rest der Welt die Scheiße behandeln können. Herr Dr. Hartmann! Gleichzeitig dann auch diese ganze Ermittlungsgeschichte. So, ja natürlich, die Polizei hat da zwar auch so die Drohne, aber die haben immer nur diesen einen Ausschnitt, dass sie sehen, oh, Düngemittel, gefährlich, ne? Diallo, der ist auf jeden Fall ein Terrorist. Und sehen aber auch gar nicht, dass gerade im Garten irgendwie Senta Berger rumfuchtelt und irgendwie was macht. So, das finde ich halt auch so, komm, echt ernsthaft jetzt. Merkt schon, kriegen wir schon gar nicht mehr ein, denn das Ganze mündet dann ja auch noch in diesem maßlos übertriebenen Finale, dass wir vor der Tür irgendwie 12.850 Nazis haben, die Polizei, dann ist das egal, ne? Wir müssen ja den Terroristen holen und dann wirklich, also ernsthaft so an Lianen, Tarzan-like ins Wohnzimmer kommen, dann muss ich einfach sagen, kommt Leute,
das geht anders, das zeigt ihr gerade in den Szenen im Flüchtlingsheim, aber das ist für mich einfach wieder so ein Punkt, warum müsst ihr immer so maßlos übertreiben, was so weit weg von allem ist, da schalte ich ehrlich gesagt ab. Andererseits kann man aber auch auf jeden Fall sagen, Dominik, beruhig dich. Der Film wagt nämlich ein Experiment, so schrille Komödie à la Fuck you Goethe trifft auf eine ernste Szenerie und realistische Szenen. Und das versucht man eben in so einem Mix zu präsentieren. Und das lohnt sich durchaus, weil der Zuschauer sich dadurch ja ganz anders abgeholt fühlt und man eben auch gerade in diesen ernsten Momenten noch einfach mal lachen kann. Das geht nicht in allen Momenten wirklich auf, dennoch ist es doch wichtig, dass das, selbst wenn Botschaften plakativ sind, dass das Publikum am Ende einer Vorstellung rausgeht und verstanden hat, worum es eigentlich hier geht. Gleichzeitig finde ich den Film aber auch echt verlogen, denn er möchte für sich selber so in Anspruch nehmen, alle Seiten irgendwie abzubilden, zu verstehen, ernst zu nehmen und gleichzeitig sich auch darüber lustig zu machen. Das ist auch cool, wenn man wirklich so einen 360-Grad-Rundumschlag macht. Der gelingt aus meiner Sicht aber nicht. Dann im ersten Moment denke ich, wenn die Oma, ne, diese Nachbarin, gezeigt wird, ah, das soll so die besorgte Rentnerin sein, kommt dann aber dennoch mit Nazi-Vokabular um die Ecke und steht am Ende ja auch neben den Nazis. Und dann muss ich einfach sagen, so, hey, warum ist da nicht eine Figur, die sich Sorgen macht, ohne wirklich Nazi zu sein? Warum gibt es da eben nicht genau diesen Mittelweg? Eine Figur, die wir irgendwie trotzdem verstehen, die wir versuchen abzuholen und gleichzeitig dann natürlich auch irgendwie bekehren können. Das finde ich nicht cool, weil genau dadurch dann dieser Vorwurf wieder im Raum steht, so alle, die nicht direkt für die Flüchtlingsthematik sind oder wie das jetzt gerade gehandhabt wird, sind gleichzeitig direkt Nazis. Und das ist mir eben einfach dann zu schwarz-weiß gedacht und das schafft eben der Film aus meiner Sicht auch nicht vernünftig zu klären. Zu Recht werden jetzt einige von euch sagen, ey Dominik, da gibt es doch genau diese Szenen, die du jetzt gerade ansprichst und die du gerne sehen möchtest. Gerade bei der Figur von Senta Berger merken wir ja schon, die ist jetzt eben nicht nur so, juhu, alles ist toll, sondern auch durch die Koranlektüre macht sie sich Sorgen, was sie da lesen kann. Gleichzeitig hat sie auch ziemlich Angst vor islamistischem Terrorismus. Ich habe geträumt, dass Deutschland vom Islamischen Staat besetzt war. Und da merkt man eben, ja, das ist tatsächlich die spannendste Figur, die genau das nämlich eben alles abbildet, was uns in Deutschland irgendwie so durch den Kopf geht bei dieser Thematik. Und da kann ich selber nur sagen, so ein schöner Kompromiss wäre doch gewesen, die Nazi-Oma einfach komplett zu streichen und dann eher noch so ein bisschen mehr bei Senta Berger irgendwie drauf einzugehen. Denn das ist schließlich eine der Hauptfiguren. Wir sind hier eben im Kosmos der Familie. Dort passiert etwas. Und da hätte ich es insgesamt besser aufgehoben gefunden. Dann hätte ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, das ist alles eher so schwarz-weiß. Denn so habe ich einfach eben diesen Beigeschmack. So, jetzt seid ihr gefragt, wie habt ihr den Film gesehen? Da würde ich mich freuen, wenn wir da sachlich in den Kommentaren uns ein bisschen austauschen können und vielleicht sogar noch mehr Ansichten aus der Community abgebildet werden, jetzt eben als mein Pro und Contra. Würde ich mich sehr drüber freuen. Gleichzeitig vielen Dank auch, dass es jetzt mit unserer Telekom-Kooperation weitergeht und sie gesagt haben so, hey, wir wollen dich in so einem meinungsstarken Format auf jeden Fall unterstützen. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Lasst dem Video also gerne einen Daumen nach oben da. Kommentare habe ich euch ja schon so aufgerufen. Ansonsten verlinke ich euch auch gerne die letzten beiden Spoiler-Reviews. Schaut da gerne mal rein und dann sehen wir uns doch hoffentlich bald wieder hier in der Film-Lounge. In diesem Sinne, macht es gut und adieu.